Daten liefern. Wir wussten zu diesem Zeitpunkt nicht, dass der Reaktor brannte und sich die Strahlung weiter ausbreitete. Diese Karte ist immer noch eingeschweißt, weil sie radioaktiv belastet ist. Ein menschlicher Körper kann im Jahr bis zu 2 Röntgen absorbieren, ohne Schäden davonzutragen. Wird er über 400 Röntgen ausgesetzt, ist er tödlich kontaminiert. Am ersten Tag werden die Einwohner von Pripyat einer 50-mal höheren Dosis als normal ausgesetzt. Bei diesen schnell ansteigenden Werten hätten sie innerhalb von 4 Tagen die tödliche Menge erreicht. Der Oberst macht sich selbst auf den Weg zum zerstörten Reaktor, um sich einen Überblick zu verschaffen. Die ersten Messungen wurden auf dieser Karte festgehalten. 2080 Röntgen. Ich machte mir Sorgen um meine Männer. Ich konnte sie doch nicht da reinschicken. Bei diesen astronomisch hohen Werten ist bereits nach 15 Minuten die tödliche Strahlendosis erreicht. Am Kurtschatow-Institut in Moskau versetzen die gemessenen Werte die Wissenschaftler in Panik. Niemals zuvor hatte man es mit einer solchen Strahlenbelastung zu tun gehabt. Gorbatschow ruft sofort einen Krisenstab mit den führenden Kernenergieexperten des Landes zusammen. Der Nuklearphysiker Legasow macht sich als Leiter der wissenschaftlichen Delegation unverzüglich auf den Weg nach Tschernobyl. Wir hofften, dass sie in der Lage wären, die Situation schnell einzuschätzen. Doch selbst nach einigen Tagen konnten sie uns nichts sagen. Es war eine dramatische Situation. Wir saßen zusammen und warteten auf Informationen. Wir forderten sie ein, doch sie waren nicht in der Lage, uns irgendetwas zu melden. Zwanzig Stunden nach der Explosion werden die Einwohner von Pripyat immer noch nicht über die Auswirkungen des Reaktorunfalls informiert. Die Strahlenbelastung steigt unaufhaltsam an. Die Bewohner sollen lediglich Fenster und Türen geschlossen halten und Jodtabletten einnehmen. Weitere Anweisungen werden nicht erteilt. In Pripyat steigt langsam die Anspannung. Aber ein offizieller Lagebericht seitens der Regierung bleibt weiter aus. Julia Matschenko lebte mit ihrer Familie in Pripyat. Ihr Vater arbeitete im Kernkraftwerk. Meine Eltern brachten mich wie jeden Tag in den Kinderhort. Alles war wie immer. Mein Vater wusste bereits, dass es einen Unfall gegeben hatte, aber bisher keine Vorkehrungen getroffen worden waren. Dreißig Stunden nach dem Reaktorunglück werden die ersten Sicherheitsmaßnahmen eingeleitet. Mehr als 1000 Busse stehen bereit. Und das Militär teilt den Einwohnern mit, dass die Stadt bis 14 Uhr komplett evakuiert werden muss. Ich erinnere mich noch, dass sie uns im Kindergarten Jodtabletten gaben. Eltern holten ihre Kinder aus den Schulen und Kindergärten. Alle rannten umher, jedoch ohne in Panik zu verfallen. Wir dachten, wir müssten die Stadt nur für ein paar Tage verlassen. Um Panik zu vermeiden, verharmlosen die Verantwortlichen den Ernst der Lage. Den Einwohnern bleiben 2 Stunden, um ihre Habseligkeiten zu packen und sich vor den Gebäuden zu versammeln. Wir sollten in die Busse steigen. Ich erinnere mich noch genau, dass ich nur ein Spielzeug mitnehmen durfte. Ich wollte alle meine Puppen mitnehmen. Das erlaubte man aber nicht. Wir konnten nicht einmal warme Kleidung mitnehmen. Die Menschen müssen fast alles, was sie besitzen, zurücklassen. Sie werden nie mehr zurückkehren. Ein alter Mann wollte nicht gehen. Er blieb. Einige Wochen später fand man seine Leiche. Die Leute konnten nicht glauben, was da geschah.
Sie dachten, man würde sie belügen. Sie erinnerten sich noch an den Angriff der Deutschen 1941 und dass Bomben gefallen waren. Doch jetzt bemerkte man nichts. Die Älteren glaubten nicht an einen unsichtbaren Feind. Es blieb keine Zeit, ihnen das zu erklären. Wir führten einfach unsere Befehle aus. Innerhalb von 3,5 Stunden werden 43.000 Menschen evakuiert. In Bussen werden Europas erste Strahlenflüchtlinge abtransportiert. In den zurückliegenden Stunden waren sie einer derart hohen Strahlendosis ausgesetzt, dass bei den meisten eine tödliche Krebserkrankung ausgelöst wurde. Die Stadt muss überleben, sie ist wunderschön. Die Menschen müssen wiederkommen. Sie müssen eines Tages wieder zurückkehren. Es ist doch eine schöne Stadt. Ich war gerade im Stadion. Hier müssen Kinder leben. Es gibt kein Leben ohne Risiken. »48 Stunden nach dem Desaster gleicht Pripyat einer Geisterstadt. Einzig das Militär und eine Delegation von Wissenschaftlern haben ihr Hauptquartier im größten Hotel der Stadt eingerichtet. Als wäre ihnen die Gefahr nicht bewusst, essen, schlafen und arbeiten sie an Ort und Stelle. Das waren außergewöhnliche Menschen, Spezialisten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie unverantwortlich oder selbstmörderisch handelten. Ich denke, sie haben die Situation unterschätzt. Die alten Kriterien waren nicht mehr relevant. Es gab bereits nukleare Unfälle in unserem Land, aber auch in den USA. Doch diese Informationen wurden geheim gehalten. Es gab noch nie einen Unfall dieses Ausmaßes. Man dachte sogar, dass der Reaktor im Mai oder Juni wieder in Betrieb genommen werden könnte. In der Zwischenzeit wandern die radioaktiven Wolken mit dem Wind Richtung Norden. Am 26. und 27. April ziehen sie mehr als 1000 Kilometer weit über Russland, Weißrussland und das Baltikum. Am 28. April erreichen sie Schweden. In der Nähe eines dortigen Reaktors wird ein erhöhter radioaktiver Wert registriert. Die Bevölkerung wird über das Fernsehen alarmiert. Radioaktiver Staub fällt auf Stockholm. Die Regierung lässt sofort Kampfflugzeuge aufsteigen, um die Atmosphäre zu untersuchen. Die Ergebnisse sind eindeutig. Die erhöhte Radioaktivität lässt auf einen schwerwiegenden Reaktorunfall schließen. Aber wo? 60 Stunden nach dem Super-GAU hat die sowjetische Regierung noch immer keine offizielle Stellungnahme abgegeben. Die schwedische Ministerin für Energie und Umwelt rief mich montags in meinem Büro in Wien an. Sie teilte mir mit, dass eine erhöhte radioaktive Strahlung in der Nähe ihres Reaktors in Forsmark gemessen wurde. Wissenschaftler kamen zu dem Schluss, dass sie von außerhalb gekommen sein muss. Sie fragte mich, ob ich irgendwelche Informationen hätte. Ich verneinte und erklärte, dass wir bereit wären, andere Stellen zu kontaktieren. Wir redeten mit den Polen, die von nichts wussten, und selbstverständlich auch mit den Russen. Was war geschehen? Eine Explosion? Eine radioaktive Wolke? Bedenkliche Kontaminierung? Es waren die Schweden, die uns alarmierten. 3 Tage nach dem Super-GAU versucht Gorbatschow noch immer genaue Informationen zu bekommen. Währenddessen suchen amerikanische und europäische Spionagesatelliten die Sowjetunion ab und entdecken die Ruine des ukrainischen Kernkraftwerks. In einer Wärmebildaufnahme ist der aufsteigende Rauch aus dem zerstörten Reaktorgebäude deutlich zu erkennen. Am Abend des 28. bekamen wir eine Nachricht von Herrn Petrosian, dem Leiter der Kommission für Atomenergie in Russland. Er informierte uns über den Unfall. Zur gleichen Zeit ging diese Information auch an die Weltöffentlichkeit. Im Politbüro beschlossen wir, dass alle Fakten direkt an uns weitergeleitet werden. Ich rief den KGB an.
Sie sollten dort alles verfolgen und sofort berichten, welche Gespräche die Wissenschaftler führten. Ich befahl ihnen, jegliche Information an mich persönlich weiterzuleiten.